Ein Jahr Steuerberater Examensguide. Dieses Jubiläum wollen wir nutzen für unsere ganz besondere Podcast-Folge heute. Dafür habe ich unseren Geschäftsführer eingeladen, den Gary Vorbrag, gleichzeitig Mitautor und auch Strategieberater bei uns bei der ESH. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier bin und dass wir über unser schönes Buch nochmal sprechen können. Nach einem Jahr ist viel passiert, haben wir viel erlebt und sind, glaube ich, sehr stolz darauf, was alles so passiert ist. Und da wollen wir euch noch so ein bisschen mitnehmen, was wir so erlebt haben. Ganz genau. Wir wollen heute sprechen, euch ein paar Einblicke geben. Eben in diesem einen Jahr ist viel passiert. Gary, magst du mal vielleicht die eine oder andere Geschichte erzählen, die du mit Kunden erlebt hast in Bezug auf unseren Examensguide? Ja, also ich glaube, das ist wirklich sehr persönlich für manche Leute, die, sag ich mal, das Buch schon gelesen haben, die da wirklich sich den Mut überhaupt gefasst haben, sich zu dieser Prüfung anzumelden, diese Vorbereitung überhaupt in Erwägung zu ziehen, dass man sich das Ganze zutraut, das erfolgreich auch zu schaffen. Weil das ist für viele da draußen einfach immens schwierig, so eine schwere Prüfung, sag ich mal, sich überhaupt zuzutrauen. Es gibt natürlich viele Leute, für die ist das ein langer Traum, die ist ganz klar, ich mache das Ganze und das wird auch strikt durchgeplant und funktioniert. Aber es gibt natürlich auch noch einen großen Teil der Leute, die, sag ich mal, da ein bisschen abgeschreckt sind und, sag ich mal, mit diesen alten, festgefahrenen Konzepten auch nicht so zurechtkommen und das für sich halt dann auch nicht möglich ist oder funktionieren. Und da haben wir halt wirklich mehrere Geschichten jetzt schon erlebt, die wirklich im Gespräch zu mir gekommen sind und gesagt haben, nur dank dieses Buchs habe ich mich überhaupt getraut, loszulegen, mich damit zu beschäftigen, mich auseinanderzusetzen und wirklich mit den Kanzleipartnern etc. auszuarbeiten, wann ich in die Prüfung gehen kann, da wirklich diesen Plan auch wirklich in der Tat umzusetzen. Und das ist wirklich etwas Besonderes, wo wir so uns das natürlich erhofft haben oder auch das darauf abgezielt haben, dieses Buch so zu schreiben, dass wir den Leuten das näher bringen können, wie man das Ganze schafft, aber dass man sich das Ganze auch zutraut, weil es gibt ja nun mal einen großen Fachkräftemangel im Markt und da müssen wir alle auch was dafür tun, um diesen Beruf attraktiver für alle Leute auch zu machen. Das ist in der ganzen Branche einfach ein wichtiger Punkt, weil es einen riesen Impact auf die Leute hat, die diese Hilfe brauchen. Weil es gehen viele Leute jetzt bald in Rente nach und nach, das kriegen wir auch immer mehr mit. Die Kanzleinachfolgen werden dringend gesucht und dementsprechend freuen wir uns auch, wenn wir dazu beitragen können, mehr Leute dazu zu bringen, überhaupt Steuerberater werden zu wollen und natürlich dann auch zum Examen zu bringen. Aber du hast dann natürlich auch eigene Geschichten genau miterlebt. Vielleicht magst du auch nochmal drauf eingehen. Nochmal kurz, um auf deinen Punkt einzugehen. Das ist natürlich auch für uns was ganz Besonderes. Wir wollen natürlich zeigen, wie schaffst du das Ganze erfolgreich dann, wenn du dich dafür entschieden hast, aber einfach auch eine breitere Masse für diesen Beruf zu begeistern. Und das ist auch etwas, wo es sich wirklich lohnt, diese Arbeit reinzustecken, Steuerberater oder der Titel, die Möglichkeiten, die dahinter stecken, die sind so vielfältig. Und genau das war ja auch einer der Ziele, die wir uns gesteckt haben, als wir diesen Examensguide angefangen haben zu schreiben. Umso schöner, wenn das dann auch erfolgreich funktioniert und man da einfach ein Feuer bei manchen entfachen kann und die Motivation kreiert, eben diesen Weg einzuschlagen. Ja, was ich persönlich natürlich auch immer ganz besonders finde in Bezug auf den Examensguide ist, dass natürlich auch die Presse oder verschiedene Medien darauf aufmerksam geworden sind, um genau diese Message, die wir eben schon erwähnt haben, noch weiter in die Welt zu tragen, weil die haben sich natürlich auch gefragt, was ist das Neuartiges? Was entsteht hier sozusagen generell in diesem Markt der Prüfungsvorbereitung? Und wie sieht so ein Konzept aus, was eben mal neu gedacht ist, diese schwierige Prüfung zu meistern und da eben in den Austausch zu kommen mit verschiedenen Interviewpartnern, ist natürlich auch extrem spannend gewesen und freut uns natürlich, um diese Message noch weiter nach außen tragen zu können. Ja, das macht uns auch stolz, dass das immer mehr angenommen wird, dass immer mehr das Ganze umsetzen und dementsprechend freuen wir uns darüber, wenn darüber halt auch berichtet wird, wenn dazu Fragen kommen, die wir beantworten können, weil das ist einfach eine Möglichkeit, die man heutzutage hat. Als digitale Bildungseinrichtung haben wir uns so weiterentwickelt und so gut positioniert, dass wir da wirklich eine besondere Rolle einnehmen können, die so, sag ich mal, kein Anbieter wirklich leisten kann in der Form, wie wir das bei uns, sag ich mal, aufgebaut haben, weil wir wirklich mit den Menschen Schritt für Schritt da zusammengearbeitet haben und wirklich in der Praxis auch rausgefunden haben, was wo die Probleme sind und nicht einfach nur auf irgendeinem Papierzettel in der Theorie irgendwas überlegt oder halt gedacht, ja, in den 90er Jahren, 80er Jahren wurde das schon so gemacht, das machen wir heutzutage einfach immer noch so. Nee, bei uns ist das halt wirklich aus den echten Kundenerfahrungen alles entstanden und deswegen ist das auch so umsetzungsstark oder umsetzungsfreudig für unsere Kunden, die da wirklich sehr, sehr zufrieden sind. Ich glaube, wir haben mittlerweile die
höchste Kundenzufriedenheit im ganzen Markt, was uns auch sehr, sehr stolz macht, weil wir da natürlich auch immer darauf achten, wer passt bei uns rein, wie kriegen wir das Ganze zusammen umgesetzt, dass man halt nicht sich einfach nur blind bei uns reinbucht und sagt, ja, viel Spaß, setz dich mal irgendwo hin, wir sehen uns irgendwann nach der Prüfung, hier hast du noch Videos, hier hast du Materialien, Skripte, Klausuren und viel Spaß damit und dann mach das mal alles alleine. Das gibt es bei uns zum Glück nicht, sondern das haben wir alles auch ausführlich in diesem Buch dargestellt. Ja, das ist natürlich auch ein Punkt, der uns ganz besonders am Herzen liegt, eben, dass jeder individuelle Teilnehmer, der zu uns kommt, eben auch im Mittelpunkt steht mit seiner Geschichte und seinen Problemen, Hindernissen, die wir natürlich dann auch gemeinsam lösen. Wie eben schon gesagt, ein Jahr ist das Ganze jetzt am Markt, das ist eine lange Zeit. Was hat sich seitdem getan? Ja, also ich glaube, für uns auch ein wichtiger Schritt oder auch was Besonderes, dass wir das Ganze halt noch sichtbarer bekommen, dass wir euch das noch besser rüberbringen können, wie es, sag ich mal, abläuft. Und dafür haben wir uns, sag ich mal, den TÜV ins Haus geholt, wo wir halt wirklich gesagt haben, hey, wir sind so gut, wir haben so gute Kundenergebnisse und das müssen wir alles auch einmal prüfen lassen von wirklich einem externen Prüfer, die hier wirklich Audits durchgeführt haben, in allen Bereichen alles unter die Lupe genommen haben, jeden Prozessschritt sich angeschaut haben, wie wir die Kundenbetreuung machen, wie die ganzen Lehrmaterialien aufgebaut sind, etc., dass alles aufeinander abgestimmt ist und bei uns halt als digitale Bildungseinrichtung da wirklich Vorreiter sind, was so in der Form einfach nur herausragend ist, auch vom Feedback, was wir bekommen haben, dass das halt so neu gedacht ist, einfach auch so qualitativ, so effizient und davon profitiert einfach jeder Teilnehmer bei uns und das macht uns halt unglaublich stolz, dass wir das mit so gutem Feedback abschließen konnten und euch damit auch noch ein bisschen mehr Input geben können, dass dahinter auch wirklich was steckt, dass wir nicht uns hier nur hinsetzen und irgendwelche Geschichten erzählen, sondern dass das halt wirklich Hand und Fuß hat und echte Sachen halt sind und dafür sind wir halt wirklich stolz, dass dieser TÜV-Siegel sozusagen jetzt auch mit uns in Verbindung steht. Ja, und das sogar in zweifacher Ausfertigung sozusagen, zweifach TÜV zertifiziert mittlerweile und ja, ein weiterer Punkt, wenn wir schon dabei sind, was hat sich getan, der auch sehr, sehr spannend ist. Durch das Buch haben wir natürlich für viel Aufsehen gesorgt im Markt. Die Konkurrenten beschäftigen sich natürlich auch mit den Ideen daraus, was ja erstmal was sehr Positives ist. Das heißt, dass auch einzelne Bausteine als so wertvoll erkannt werden, ist natürlich auch ein großes Lob für uns, das kann man definitiv so sagen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn dadurch die Gesamtqualität, die in den letzten Jahrzehnten leider kaum Qualitätssprünge erfahren hat, bis wir eben dieses neue Konzept entworfen haben, ist erstmal generell etwas, wo wir stolz drauf sind und was ja auch positiv ist für den Markt. Aber, und das ist der Punkt, wenn man natürlich sich einzelne Aspekte nur rauspickt, zum Beispiel sagt, ich mache jetzt auch einen individuellen Kurs, was gefährlich ist und was man natürlich beachten muss, auch als Prüfling dann, wenn man jetzt sagt, oh, das haben die jetzt auch, das ist ein guter, valider Punkt. Wenn das einfach nicht insgesamt aufeinander abgestimmt ist, ganzheitlich, das ist ja der Punkt, den wir halt immer in den Mittelpunkt stellen, ganzheitliche Vorbereitung, das heißt, Lernstrategien ist ein Part davon, eben aber auch die Lernpläne zu erstellen, die didaktische Stoffvermittlung, unsere Text-Insight-Methode, das sind alles Zahnräder, die greifen ineinander und machen das insgesamt eben so erfolgreich und gefährlich ist natürlich, wenn man sich jetzt ein Zahnrad versucht, kopienmäßig da rauszunehmen und sagen, das machen wir jetzt auch, wenn die ganzen anderen Zahnräder fehlen, und dann eben nicht durch diese eine Maßnahme auf einmal die Qualität so drastisch gesteigert zu bekommen, weil das eben nicht mit den anderen Punkten, die leider dann immer noch teilweise wie in den 90er Jahren oder noch älter ablaufen. Und da muss man natürlich auch immer sehr, sehr sorgsam sein. Wie ist das Ganze aufgebaut? Wie harmoniert das Ganze? Und ist das überhaupt ja ein System, was von A bis Z wirklich vom ersten bis zum letzten Punkt durchdacht ist? Ja, dadurch, dass wir uns das alles selber ausgedacht haben und selber aufgebaut haben, haben wir natürlich den Überblick inhaltlich, wie das Ganze aufeinander abgestimmt ist. Und nicht umsonst ist das auch aufeinander alles abgestimmt. Das heißt, diese Zahnräder-Metapher ist einfach wirklich, trifft es auf den Punkt, weil, sag ich mal, nur eine einzelne Planung, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich mache den Lernplan, dann ist das schön und gut. Dann hat man vielleicht mal so einen schönen Stundenplan dahin bekommen über mehrere Monate. Die Realität sieht einfach ganz anders aus, dass man da halt wirklich gewisse Feedbacks einfach braucht, eine gewisse Flexibilität. Man ist mal krank, dann hängt man schon der Vorlesung hinterher. Was macht man denn jetzt? Sind die Kinder mal krank? Ist man selber auf der Arbeit mal mit Überstunden zu tun? Hängt man in einem Thema länger fest oder kommt man sogar schneller voran? Da ist dieser ganze Plan schon ganz, ganz schnell über den Haufen geworfen. Da kann man zwar sich schön hinschreiben und sagen, so, wir machen jetzt auch einen Plan, aber wenn das sozusagen inhaltlich in der Umsetzung dann gar nicht funktioniert, dann ist das zwar schön und gut, aber zumindest, was man wirklich uns auch freut, ist, dass das insgesamt sich einfach viel tut, dass wir dazu beitragen können, dass alle anderen auch
von sich aus sozusagen sagen, ja, wir bleiben nicht stehen, wir machen einfach das, was wir immer gemacht haben und gut ist. So kann halt jeder davon profitieren durch eine Weiterentwicklung, indem sich ein bisschen mehr darum Gedanken gemacht wird, wie können wir den Personen, den Prüflingen wirklich helfen. Dadurch wird insgesamt, bin ich felsenfest von überzeugt, insgesamt einfach viel, viel besser werden. Und da bin ich auch schon sehr guter Dinge, dass wir dieses Jahr auch, sag ich mal, gute Ergebnisse erzielen. Und da freuen wir uns natürlich drauf, wenn die Ergebnisse wieder kommen. Ja. Und ja, da fiebern wir natürlich immer mit. Ja, man kann zusammenfassend sagen, letztendlich, wir haben einen ganz neuen Standard, eine ganz neue oder die Messlatte so hochgehangen, dass man sich als anderer Anbieter letztendlich auch jetzt strecken muss, weil mit der Qualität, die man sonst abgeliefert hat, eben dem einfach um Längen hinterlegen ist. Und ja, dass wir diesen neuen Standard etabliert haben, macht uns natürlich auch besonders stolz und vor allem freuen wir uns für unsere Kundinnen und Kunden, dass die davon profitieren können, dass die eben, wie Gary schon sagte, durch die TÜV-Zertifizierung eben auch alles unter die Lupe genommen haben und das alles aufeinander aufbaut und so ineinander greift, dass auch du dein Steuerberater-Examen damit erfolgreich meistern kannst. Und genau, dieses Jubiläum haben wir eben auch zum Anlass genommen, unsere zweite Auflage rauszubringen. Das heißt, die ist jetzt erhältlich. Wenn du den Steuerberater-Examens-Guide, wie wir die Steuerberater noch nicht in den Händen halten solltest, dann ist jetzt höchste Zeit. Den Link dazu blenden wir wie immer unter dem Video ein. Da kannst du dir das Ganze dann bestellen, wie gesagt, jetzt in der brandneuen zweiten Auflage. Und da freuen wir uns ganz besonders, wenn auch du dann zu den erfolgreichen Lesern gehörst und damit einen Schritt näher kommst, um dein Steuerberaterexamen erfolgreich zu meistern.